Wasser gern gesehen. Hinter mir ist schon wieder... Wo kam der denn jetzt her, sag mal? Hier ist irgendwie alles gefährlicher als in den Startgebieten von anderen Klassen. Klassen muss man ja eher sagen. Ja, das Schwein sehe ich. Schamane, wen suche ich? Wie finde ich den denn? Warum ist das hier so voll auf einmal? Mich und den ganzen Landabschnitt hier verwüsten lassen. Ja, ich suche den Häuptling, das weiß ich auch. Das ist ein großes Zelt, da war ein großes Zelt. Da war aber keiner davor. Großen Zelten sind Häuptlinge meist anzutreffen. Ja, aber ich will mich doch nicht durch alle durchkämpfen. Den Gedankengang habe ich doch auch gehabt. Bei den Menschen und bei den Zwergen gab es eine kleine Höhle, ja, dünne Gänge, dann stand da einer und dann bist du 2 Meter weitergekommen und dann war gut. Und ich nicht, dass ich hier eine ganze Ebene erledigen muss. Und wenn er nachher sich irgendwer entschließt, ja, ich will jetzt auch Tauren spielen und kommt hier mit Level 4 rein, dann spawnt alles nach und ich bin wieder gearscht. Mimimi. Ja. So kann man es auch ausdrücken. Aber ich stehe zu meinem Mimimi. Ach, Schamane, der zaubert jetzt, okay. Der erste Fernkämpfer. Nun gut. Der ist wenigstens schnell tot. Kann ich die Viecher häuten? Das wäre ein Traum. Da liegt noch ein Leichnam. Ich verstehe. Ist er vielleicht irgendwie hinterm Zelt oder so? Ach, da ist ja noch ein Haus. Stacheleber, Kampfeber. Ich würde deinen Gedankengang nur bekräftigen. Du hast doch hier gerade erst einen Tauren gespielt. Du musst doch wissen, wo der ist. So. Stirb. Ich habe einen Ork und einen Nachtelfen gespielt, aber du warst doch auch ein Thunderbluff. Oder nicht? Ich habe doch hier auch die ganze Zeit deine diese tolle Musik gehört. Bei dir im Stream. Komm, nur einer, bitte. Ja, okay. Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn er und er auch noch mitkommt. Hätte ich nicht gebraucht. Quellwasser. Komm, nehmen wir mal einen Schluck. 20 Flaschen. Hier. Ja, da war ich, weil ich Quests geholt habe und abgegeben habe und Waffengattungen gelernt hatte. Stimmt immer. Was ist eigentlich die Hauptstadt der Horde? Das weiß ich alles gar nicht. Beziehungsweise die Hauptstadt der Tauren und so. Kenne ich ja gar nicht. Mal gespannt. Mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich war aber in Durotar und im Brachland. Barons gelevelt. Was das heißt, weiß ich leider nicht.
Okay, ich brauche mehr Mana. Vielleicht ja doch mal zur Sicherheit diesen Buff hier aktualisieren. Was höre ich da schon wieder stapfen? Das war scheinbar ich. Ey, das ist so viel. Das kann doch nicht wahr sein. Mutschi. Das ist der Wahnsinn, was heute alles hochgelevelt wird. Stacheleber. Na komm. Dieses Widerstehen provoziert mich ungemein. Das ist der größte Disrespekt von so einem Level 4er Vieh. Deine Gegner sind zu 90% kleiner. Du benötigst 5 Angriffe. Kümmerliche Vorstellung. So sehe ich das nämlich auch. Vor allem mit einem Streitkolben. Hier oben auch nicht. Ich hatte gedacht, vielleicht sind sie aus dem Aufguck. Aus dem Ausguck so rum. Offensichtlich nicht. Eigentlich auch ein bisschen der Disrespekt gegen mich, Oldcoin, ne? Vor allem die kämpfen auch noch mit der Faust. Was ist das denn? Sag mal, Gould hat auch Stufe 60 erreicht. Mein Glückwunsch, aber jetzt reicht's auch mal. Warum kann da nicht unten stehen, dass Leute elendig krepiert sind? Ist doch gemein, dass ich mir das hier alles durchlesen muss. Immerhin schon wieder Level 6. Ah! Und da sterbe ich auch gleich, oder was? Was war das denn? Ein Addon, das die Tode anzeigt. Ja, ich will, dass das da unten im Chat steht. Kein Addon. Kam denn das Mistvieh jetzt her? Ich würde wissen, was hier drin ist. Warum sind die gefangen? Soll mich nicht kümmern. Du bist erlöst von deinen Qualen. Oh, jetzt kämpft ja noch einer mit. Haut ab. Ihr lasst die ganzen Viecher neu spawnen. Ich kann so nicht kalkulieren. Man sollte diese Höhlen einfach schließen können. Oh, ich muss in den Nahkampf. Der hat mir bestimmt den Typen auch geklaut jetzt. Painy. Painy in the ass. Mann, ey. Du bist ja bald erlöst. Ich bin erlöst, wenn ich Level 60 bin. Mehr wird nicht toleriert. Was für ein Schamane.
Ich will keinen Schamanen. Er hat zwei Wachen drin. Oh mein Gott, das ist ein Prinzessin-Abklatsch. Ich hau hier ab. Konnte ja keiner ahnen. Tschüss. Level 60, na, das hast du ja fast. Ja, wenn ich alle zusammen addiere, vielleicht. Gerade so. So, Blatthof, haben wir es wieder geschafft. Schön. Ich habe das Richtige für euch. Mögen euch die Winde leiten. Oh, erste Hilfe. Habe ich gar nicht angedacht. Ausbilden, danke. Günstige Winde. Erste Hilfe haben wir hier, wird jetzt auch hier runtergezogen. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Das mit der Prinzessin habe ich gar nicht dran gedacht. Ich dachte, das ist jetzt wie mit hier Goldzahn oder so. Oh Mann. Oh, hier, wer bist du denn? Ach ja, ich sollte ja mit dem Kollegen da reden. Verfügbare Quest Zwergenbuddelei. Aber wir Level 6 sind vielleicht auch. Im Nordwesten bereiten Zwerge eine Grabungsstätte vor. Sie glauben, dass Geheimnisse in der Erde verborgen seien, und das stimmt auch. Dies ist jedoch kein Grund, das Land bei der Suche nach diesen Lehren auszuhöhlen und zu besudeln. Sammelt die Es geht um Grabwerkzeuge von Zwergen. Oh nein, ist das ein Spott und Hohn, den ich hier erfahren darf. Sammle die Grabwerkzeuge der Zwerge ein, zerstört sie und kehrt mit den zerbrochenen Werkzeugen der Zwerge zu mir zurück. Ihr könnt die Werkzeuge in einer Schmiede zerschlagen. Ihr findet eine in Thunderbluff. Aber jede Schmiede, sogar eine Schmiede im Zwergenlager, eignet sich dazu. Sammelt 5 Ausgrabungsleiterhaken. Zerschlagt die Ausgrabungsleiterhaken. In einer Schmiede und zerbrochene Werkzeuge zu halten, zerbringt Bane Bloodhoof in Bloodhoof 5 zerbrochene Werkzeuge. Ja, und dafür gibt es einen grob gehauenen Kulogamaschen. Na gut. Irgendwann bestimmt. Das ist auch schon wieder eine Quest. Wir können Tötet Spitzhau mal wieder nicht verfolgen, ne? Vergiftetes Wasser. Goblins und ihre Gefolgsleute haben unsere heiligen Wasserbrunnen besucht. Oh, die suche ich doch. Das dürfen wir nicht zulassen. Um alle Brunnen zu säubern, muss ich ein Säuberungstotem herstellen. Und ihr müsst dieses Totem dann zu den Brunnen bringen und ein Säuberungsritual durchführen. Ich bin Druide, kein Schamane. Zuerst werden wir ein Säuberungstotem für den Wasserbrunnen von Winterhoof herstellen. Dabei muss uns das Land behilflich sein. Jagt Präriewölfe wegen ihrer Tatzen und erwachsenen Ebenenschreiter wegen ihrer Krallen. Sie sind im Südwesten zu finden. Kehrte mit den Tatzen und Krallen zu mir zurück, Ochs. Wir sehen uns wieder. So soll es sein. Noch mehr Quests. Bäckerin. Ach, das ist aber nur Händler, ne? Ich kann das jetzt nicht lernen, ganz genau. Seid mit euch. Seid gegrüßt. Windfurien-Gepaar, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir zu sprechen, Ochs. Ich bin Ruhl, Krieger und Lehrer. Welcher Lehrer? Für was? Nicht für mich offensichtlich. Ihr habt offensichtlich ein Alter erreicht, in dem ihr euch euren Aufgaben vorbereiten müsst, wenn ihr auf Abenteuer weit außerhalb von Malgor aus seid. Wenn ihr eure Kraft erproben möchtet, versucht euch zuerst an den Windfurien-Harpien im Südosten. Sie treiben sich an den Bergrändern fernab der Straße herum. Sie gehören mit zu unseren natürlichen Feinden hier in Malgor und sind gut geeignet, um eure Fertigkeiten einzuschätzen. Seid vorsichtig. Bestimmt irgendwann. Jetzt werden wir aber ganz schön zugeschissen mit Quests. Na gut. Gibt es hier keinen Lehrer für Seid gegrüßt. Mich? Wie kann ich euch helfen? Grüße.
Was führt euch hier? Moment, Entschuldigung, das war das Gasthaus. Seid gegrüßt. Handwerk, das ist natürlich nur der Markt hier quasi. Gemischtwaren. Seid gegrüßt. Koch. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Schusswaffen. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Es muss doch hier einen Lehrer geben. Es geht mir äußerst schlecht, wenn du mir nicht sagst, wo ich einen Lehrer finde. Friede ist abscheulich. Ein Tierausbilder. Jägerlehrer. Angelbedarf. Haben die vielleicht auch die Hütten weiter auseinandergestellt, damit man das Gefühl hat, dass sie alle so langsam sind? Kodo-Reitlehrer, Reitkodos. Es gibt mehr als ein Zelt, ja, das dachte ich mir schon. Ist auch nur so ein Gedanke. Droidenlehrerin, na perfekt. Mögen euch die Winde leiten. Bildet mich aus, Dornen. Aus dem befreundeten Ziel sprießen Dornen, die jenen, der es schlägt, 3 Punkte Naturschaden zugefügt. Zufügen hält 10 Minuten lang. Okay, das ist quasi ein Buff, der anderen Schaden macht. Gut. Aber ich brauche Geld, wie mir scheint. Dann verkaufen wir mal etwas. Nee. Falsch. Falsches Haus, aber ich kann auch hier was verkaufen, ne? Euch erwartet. Was ich nicht brauche, sind seliges Wolfsfleisch, diese Kettenrüstungen. Was passiert hier? Ach, ich nehme Schaden, um Gottes Willen. So muss man mal sterben. Weil ich zu nah an einem einer scheiß Lichtquelle stehe. Oh, wie dumm war das denn? Habt günstige Wind. Oh, so ein Hardcore-Sterben wäre ein Traum. Ein Silber, okay, eine Fertigkeit kann ich lernen, sehr gut. Da war ich, glaube ich, drin, ne? Ich dachte gerade, der Händler schnauft mich irgendwie an, während ich ihm was verkaufe. Nachher gibt es irgendwie Minusruf, weil das hier alles, keine Ahnung. Die wollen das alles geschenkt haben oder so. Ihr wollt sprechen? Was führt euch hierher? Also. Und Zorn ist natürlich einfach unser Standardzauber auf Rang 2. Beides kostet einen Silber, dann entscheide ich mich doch lieber für einen Buff. Die Vorfahren euch schützen. Und den nehmen wir sogleich mit. Oder mache ich mir noch extra eine Buff-Leiste, dann ist das meine Heilleiste, weil irgendwie das auf F10 zu haben, fühlt sich irgendwie komisch an. Jetzt raste ich richtig aus mit den Aktionsleisten, pass mal auf. Wo ist sie denn? Ach, oh Gott, hier! Gut. Jetzt übertreiben wir komplett. Nee, dann mache ich hier vielleicht eher die Berufe hin nach rechts, ne? Das ergibt, glaube ich, mehr Sinn. Ich glaube, so schnell an diese Leiste komme ich nämlich nicht ran. Hier brauchen wir eigentlich sowieso keine Ordnung drin. Okay, das Kirschlein ist vielleicht aktiv. Packen wir das mal nach oben. Hier können wir eigentlich machen, was wir wollen. Vielleicht die Betäubung nach vorne, die brauche ich am ehesten, wenn es dringend wird. Kriegst dich mal eine Aktionsleiste voll und hast die schon hier einfach. Sehr gut. Friede sei mit euch. So, ich buff mich damit selber, ne? Ja. Scheiße, ich hab den anderen nachkommen. Ich will das natürlich haben. So, das heißt, wenn der jetzt ankommt, wenn ich denn genug Mana hätte, kriegt der Schaden einfach nur, weil er mich anguckt.
Das würde ich doch mal testen. Wenn es denn die Reichweite von meinem Mondfeuer gäbe und wenn ich überhaupt Schaden gemacht hätte. Na, Hauptsache die hauen nicht ab. Wo ist dein Herz? Ich brauche doch ein Herz eines Präriewolfes. Ich habe einen Clip gemacht, das ist ein Exist. Kommt vor. Ach, wo ich mich gerade anzünde, aus Versehen, meinst du? Und ist sogar schon jemand berühmt so gestorben. Der war AFK in Orgrimmar. Oh nein. Oh nein. Das tut mir leid. Boah, killed me. Herzlichen Glückwunsch zur Stufe 60. Also heute ist... das ist das echt mit Absicht, oder? In einem Tod werden mir die ganzen Level 60er reingedrückt. Das ist wirklich frech. Auch kein Herz. Ich brauche ein Herz. Ist eine Lohe in Hardcore verreckt und wollte, dass Blizzard den Chat herstellt. Warum? Also wieso den Chat? Ach, den Char. Wie kann ich euch helfen? Du hast dich verschrieben. Das hat mich verwirrt. Entschuldige bitte. Was ist denn da hinten los? Bisschen aufpassen, ne? Hohes Gras ist hier sehr trügerisch. Oh mein Gott. Vielleicht bin ich einfach nur so massiv riesig, fällt mir gerade mal ein, ne? Ich habe mich ja gewundert, warum die Schweine so klein sind und warum ein Wolf hier einfach im hohen Gras untergeht. Die Menschen sind aber nicht nur so groß wie so ein Grashalm, oder? Das wäre ein bisschen verrückt jetzt. Nein? Eher nicht. Wir haben so viele Quests, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, aber irgendwie alles stark ist. Nee, Tauren sind größer. Etwas größer als Nachtelfen. Ja gut, das ist schon ordentlich, ne? Aber ich wundere mich halt, dass diese Schweine mir alle so klein vorkommen. Ja, na gut, ich war auch ein Zwerg vorhin noch, ne? Da wirken die vielleicht ein bisschen zu brachial, aber so klein? Jetzt ist die erste Folge oben vom Podcast. Ah, dann bin ich mal gespannt, wenn es soweit ist. Dann haben wir hier Uthan Stillwater. Ach, ein Angler, genau. Lass uns das doch auch mal noch beibringen. Anglerlehrling kostet natürlich alles wieder Geld. Ach komm. Ist das Angeln eigentlich so lohnenswert? Sollte ich das vielleicht offscreen mal skillen? Also ich werde jetzt hier nicht euch das antun, wie ich hier Stunde angel oder so. Aber wenn das jetzt wichtig wäre, könnte man darüber ja mal nachdenken. Ach, siehst du, wir haben ja auch die ganze Zeit tagsüber gespielt. Das habe ich auch komplett außer Acht gelassen, ne? Das sieht ja auch nicht so oft. Ist mir gerade mal wieder aufgefallen. Oh, und hier ist ein Kirschenabzeichen, ne? Ist es das? Sehe ich das richtig? Wenn der schon tot hier rumliegt, lass doch mal ausprobieren. Ja. Ja, nice. Ich kann Leichen häuten. Das ist ja cool. Ich räume quasi nur auf.
Danke. Jetzt wird einfach hier rumgekirschnert. Die ich nicht gekillt, da ist mir das Symbol noch gar nicht aufgefallen. Ah. Gucken wir uns hier mal irgendwo in der Gegend um. Obwohl, nee, da waren halt auch schon Level 7 Viecher. Wie soll ich denn hier adäquat leveln? Am besten ich springe jetzt in diesen See rein und unten ist wieder so ein Donnerding. Eine komische Echse. Wo stand das? Sammelt blablabla, bla bla, zerschlagt. Aber wo die sein soll, wurde mir nicht gesagt, ne? Im Nordwesten. Also genau auf der anderen Seite der Brücke, wo ich nicht hin will, weil da Level 7er Viecher sind. Ja, ich level mich jetzt einfach an Wölfen hier hoch und dann ist gut. Kann ich von den Dingern eigentlich mehr mitnehmen? Ne, es geht nur die zwei. Noch ein Questgeber. Hoffentlich wieder Elite oder so. Bitte. Oh, ein Cloud Stalker? Ja. Grüße. Die überfallene Karawane. Vor ein paar Tagen haben wir am Nordufer des Stoneboy-Sees eine bewachte Karawane der Venture Company entdeckt. Wir haben bei früheren Kämpfen mit ihnen zwei unserer Leute verloren. Deshalb haben wir mit der Karawane kurzen Prozess gemacht. Wir haben ihre Nachschubkisten zurückgelassen, weil wir dachten, unsere Fackeln würden alles Wertvolle zerstören. Aber da man in der Nähe der ausgebrannten Wagen Bergungstrupps der Venture Company gesichtet hat, haben wir uns wohl geirrt. Würdet ihr zur Karawane gehen und den Inhalt der Kisten untersuchen? Yes, Sir. Wenn ich Zeit habe. Hilf mal. Ich will Kirschen an. Hilf halt nicht. Wieso auch? Beweglichkeit und Stärke verringert betrifft mich ja eigentlich nicht. Rewolf Tatsu, wofür brauche ich die denn? Aber gut zu wissen. Dafür. Dann machen wir Zwergenbuddler erstmal wieder weg und machen das. Ebenschreiterkralle. Na gut. Sollte im Rahmen des Möglichen sein. Aber Mana-Mangel ist hier wirklich dolle. Ich hoffe, die kooperieren nicht mit den Wölfen oder den Flügelfliegern da. Ach. Wie heißen die nochmal? Sturzflieger. Na gut. Und nächster möchte, dass ich etwas trinke. Das tue ich sogleich. Schon wieder stehen gehabt, ne? Auf dich, Nixer. Zum Wohl. Und eine weite Tatze wird gleich so mit abgeschnitten. Und wir kriegen auch mal vernünftiges Leder. Wahnsinn. Was haben wir da hinten? Ein Flachlandpuma. Brauche ich den für irgendwas? Ja, da brauche ich auch eine Klaue von. Ich brenne in einem Feuer. Nix hat einen Clip gemacht. Danke dafür. Mit lieben Dank. Ich habe heute den Wicht-Clip hochgeladen auf TikTok. Da muss ich noch ein bisschen an meinen Editing-Künsten feilen. Also zumindest was die... Das Herz. Was die Bilder angeht, die da eingeblendet sind und diesen Glitch-Effekt, aber ich entwickle mich zumindest. Da kommt noch irgendwann was Gutes bei raus. Die Schriftzüge sind ein bisschen zu penetrant, die lecken voll vom Clip ab. Aber wurscht. Hauptsache der Clip ist da.
Ah ja, Präriewölfe. Na ja, gut, ich brauche die halt noch für die Tatzen, ne? Gerade so ein bisschen damit abgeschlossen, weil ich ja zuerst mit der, mit dieser Quest ja angefangen habe. Sinniges Wolfsfleisch, das könnte man mal braten. An einem Feuer, wenn ich mich nicht gerade anzünde.